So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Wir waren eigentlich das letzte Mal hier stehen geblieben, aber ich komme hier einfach nicht rüber. Das ist voll schwer. Ist auf der Bank irgendwas? Da hinten ist auf jeden Fall so ein Teil. Ich drücke jetzt einfach mal nichts. Ich muss was drücken, ansonsten rollt der nicht. Schade, aber ich habe es ja geschafft. Checkpoint, oh yeah. Oh nein. Nicht Möbel rauswerfen. Ich mach hier zu. Kann ich hier rein? Nö. Wie ich einfach in kein Haus rein kann. So, Bums. Da hinten ist schon wieder so ein blaues. Wie viel sind die wert? Naja. 10? 10. Müssten 10. Stirb du? Du kommst sowieso nicht weit. Scheiß Anfangsgegner. Aber ich bin froh, dass es die Anfangsgegner gibt, wenn ich mich an Welten erinnere. Weg hier! Epic Fail. Ist das eine Abkürzung? Das ist eine Abkürzung. Mit sowas hier. Was sogar wichtig war. Da komme ich doch nie im Leben rüber. Nee. Da muss ich später nochmal hin. Da muss ich mir also merken. Was haben wir hier? Nichts. Dim, dim, und wieder so komische Bugs. Naja, da kann ich nichts tun. Ich bin ein neuer Schwamm. Ich würde gern das hier zerstören. Und das hier zerstören. Und was ist los? Ist von innen verschlossen. Wer tut nur so etwas? Keine Ahnung, normale Menschen. Türen verschließt man normalerweise von innen. Glaube ich. Wow, okay, das waren die Teile. Die sind mies. Die mag ich nicht. I hate these Teile. Hui. Hier ist einfach nur Springen angesagt und dann haben wir eine Socke. Was weiter ist für Patrick gebunden? Okay, ich glaube, ich kann einfach weiter. Du bist rolltastisch. Tschüss, tschüss. Erstmal umgucken, ne? Freunde. Oh, die Seenadel. Keine Ahnung, aus welchen Filmen die bekannt ist, aber es ist die Seenadel. Ne? Tschüss. Wie komme ich da hoch? Da komme ich nicht hoch, da komme ich nicht, da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht. There I not come up, I not come up. Naja, egal. Ich würde sagen, wir öffnen uns den Weg zur legendären Seenadel. Kostet wieder einiges. Ich hoffe, da zahlt es sich aus. Ich mag das nicht, wenn das so viel kostet. Tschüss. Und rein zur Seenadel. Was haben wir hier? Was haben wir dort? Foto. Das ist groß. Und nebenbei erwähnt, ist das die erste Welt, die wir nicht auf Anhieb 100% schaffen können. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel verwüstet. Das ist ja furchtbar. Wer würde nur so etwas Böses tun? Es ist nun mal passiert. Aber was noch viel wichtiger ist, da sind Tikis und glänzende Objekte außerhalb der Fenster. Wie können Sie nur jetzt an Geld denken, Mr. Krabs? Da müsste ich Paperzock auch mal sagen. Ganz einfach. Ich denke immer an Geld. Geld, Geld, Geld. Hör nun zu, Minion.
Du weißt ja, dass du goldene Pfannenwender von mir bekommst, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Zerstörst du aber zusätzlich noch alle Tikis hier in der Seenadel, bekommst du außerdem einen weiteren goldenen Pfannenwender von mir. Warum soll ich denn alle Tikis zerstören, Mr. Krabs? Weil sie über dich lachen und dir komische Namen geben. Was für komische Namen? Sowas wie SpongeBob Schleimkopf. Oh, jetzt hat es uns gegeben. Das ist nicht sehr komisch. Nein, aber sie sagten, deine Mutter wäre hässlich. Oh, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Hässlich? Okay, Mr. Krabs, ich tu es. Die werden mich kennenlernen. Okay. Auf zu unserem neuen Charakter. Ja, ihr seht richtig. Naja, brauchen wir noch nicht. Bam, 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 bam. Einmal Tikis zerstören. Ja. Schlecht. Ach, ich kann immer und immer wieder. Easy. Ja? Ja, komm! Das ist lame! Lass mich! Die Tikis zerstören! Hallo? Hallo? Ich schaff's nicht! Das ist ein Kinderspiel, ne? Oder sehe ich da gerade was falsch? Nee. Habe ich's geschafft? So. Hat das jetzt... Ich will nochmal. Okay, das hat geklappt. Sehr schön. Einmal Tikis zerstört umsonst. Was wir nicht alles für unseren Mr. Krabs machen, ne? Freunde. Naja, auf jeden Fall ein Zahnrad. Haben wir noch mehr für Mrs. Puff. Bam. So, hier auch mal. Ding, ding, ding. Reißtest. Dim, dim, dim. Aber was ich toll finde, sind die glänzenden Objekte hier. So, wieder nur noch einen. Jo. Scheiße. Den treffe ich nicht mehr. Okay, komm weiter runter. Sehr schön. Bums. Den zweiten. Oh, jetzt wird's schwer. Wenn wir runterfallen, müssen wir, glaube ich, alles von vorne machen. Irgendwie glaube ich, dass er eine Hand braucht. Wow. Hier gibt's viel zum Holen. Gut, dass wir bezahlt haben. Reißtest, oh yeah! So, gib her! Gib alles her! Autsch! Was war das? Kann ich nicht irgendwie? Ich komm nicht... Hab ich jetzt einen Bug? What the hell? Reißtest, oh yeah! Ich bin paperzockt, ich reiß Geld! Nee. So, jetzt macht sie einmal Boom. Ja. So, hier fällt ein Tiki noch runter. Autsch. Egal. Und hier haben wir noch einen.
einen, den ich noch treffen muss. Das darf doch nicht so schwer sein. Naja, okay. Langsam haben wir's. Sehr schön. Hopp. Das war's? Richtig gut. Genau, hier gab's nämlich noch das Secret, das wir sehr viel später holen. Gute Arbeit, Minion. Hier hast du deinen goldenen Pfannenwender. Oh yeah. Wie sieht's aus? Hier können wir nicht lang. Da geht's raus, ne? Ja. Und sonst können wir überall lang. Okay, den letzten schalten wir ja erst später frei, also wieder raus. Hat sich mehr oder weniger ausgezahlt. Zwei Räder, ne? Und tschüss. Dann nächste Bowling-Action, ne? Ich bin die lebende Bowlingkugel. Hui, Burms. Ja, war klar. Egal. Warum nicht? Hat doch Glück gebracht. Yo. Oho, und hier haben wir eh wieder eine. Haben wir uns hier nochmal eine schöne Abkürzung. Oh, Gary. Hi, Gary. Wow. Danke, dass du Notiz davon genommen hast. Ich habe schwer dafür gearbeitet. Wow. Nicht fertig? Aber dort ist ein goldener Pfannenwender auf der Straße. Bedeutet das nicht? Wow. Oh, ist das der Zugang, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist ein weiterer goldener Pfannenwender. Den kann ich gebrauchen. Wie die Kamera einfach alles zeigt. Ich soll Sandy holen, damit sie mir hilft? Ich kann doch... Oh, das ist zu weit. Okay, ich werde bestimmt nicht rüberspringen können. Wie kann man nur da rüberkommen? Na, wie wohl? Texas! Oh oh, mehr Roboter. Oh. Heiliger Kalamari, das werde ich nie schaffen. Einmal im Kreis rennen. Okay, ich hole Sandy, damit sie mir hilft. Oh, wie du willst. Ne? Ich würde sagen, ich guck mich hier noch ein bisschen um und beende dann den Part. Das war's dann wieder. Für dieses Mal, hier können wir eine Abkürzung frei bamsen. Genauso wie hier. Wow. Das bringt uns dann hier hin. Ja, wir müssen dann auch noch den Socken mit Sandy holen. Das mache ich dann, wenn ich den Pfannenwender habe. So, 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 so. Einen hole ich noch. Eins will ich noch bekommen in dem Part, und zwar das hier. Jahren unangefochtene Nummer 1 im Jagen von Bösewichten in Bikini Bottom. Danke. Danke, bitte. Was haben wir hier eigentlich? So, hier könnte ich noch hier hoch. Was bringt mir das? Ich kann dann noch rüber auf die Bank. Nee, kann ich nicht. Oh! Oh, Patrick sollte die mal waschen, ne? Spiel. Cool! Dann haben wir in dem Part einiges geschafft. Wir haben die legendäre Seemuschel erkundet, die ich nicht kenne. Und haben irgendwas anderes gemacht, das ich nicht kenne. Und ja, dann würde ich sagen, das nächste Mal geht es los. Ich aktiviere den Checkpoint besser. Ach, der ist aktiviert, aber welche zählt jetzt? Naja, egal, die sind beide nicht so weit weg. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.